herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya und ich habe ja schon angekündigt, dass ich euch meine Bastelkiste zeige. Besser gesagt die Bastelkiste, die meine Tochter mit dem schönen kleinen Journal zum Geburtstag bekommen hat. Ja, dann lasst uns mal durchstarten. Hier ist die Bastelkiste. Ja, sie ist komplett aus Holz und obendrauf habe ich dann ein bisschen Serviettentechnik, Decoupage angewendet. Und zwar richtig schöne Faunfedern mit draufgeklebt. Und ja, sie hat einen Deckel, den man dann nach oben aufklappen kann. Und in diese Kiste passt richtig viel rein. Dann lasst mal reinschauen. Oben seht ihr schon das Fach, da kommt dann das Journal rein. Und jetzt habe ich hier einfach so einen Videoschwenk gemacht. Da ist die Kiste noch nicht komplett gefüllt. Es kommt gleich noch ein Schwenk, wo sie gefüllt ist. Was hier schon drin ist, ist natürlich die kleine Washi-Tape-Sammlung. Meine Tochter liebt Washi-Tape, kann ich irgendwie verstehen. Klar, fehlen darf nicht die kleine Bastelschere, um Konturen fein auszuschneiden. Was hier auch schon dabei ist, ist das Handlettering-Set. Da bin ich besonders gespannt, was sie daraus macht. So, das ist der Zwischenstand. Ein paar kleine Klemmen, ein paar kleine Sticker sind schon da. Und gleich kommt noch die Version mit voller Füllung. Passt mal auf. Genau. Hier sind wir und zwar haben wir dort Seidenblümchen, die kleine Ausschneideschere, Sticker in allen möglichen Variationen und kleine Tag-Sticker, die man dann ja an verschiedene Seiten packen kann oder auch an Geschenke. Da oben seht ihr jetzt schon, dass das Journal, was ich euch im letzten Video gezeigt habe, einen kleinen Wohnort hat mit einem Lederband zugebunden. Man kann aus diesem Deckel dann das Lederband abmachen und das Journal runterklappen und hat dann noch ein bisschen Platz, um gegebenenfalls noch weitere Notizen oder Ähnliches reinzupacken. Genau, diese Kiste hat zwar sehr stabile Holzgriffe, dann, wenn man sie voll gepackt hat mit schönen Bastelsachen, dann ist sie ganz schön schwer. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, die Sachen zusammenzusuchen und sie zu gestalten. Genau, hier seht ihr nochmal den inneren Teil, also den, wenn man das Inlay rausgenommen hat, da haben wir noch kleine Emoji-Sticker und kleine Model-Sticker und das Handlettering-Set. Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und gib mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren und wenn du ganz mutig bist, dann abonnierst du meinen Kanal. Ja, dann bis demnächst in diesem Kino.